Qualifying gelungen. Sebastian Vettel und sein Ferrari scheinen in dieser Saison endlich ein gutes Team zu sein. Ein kurzer Blick auf die Konkurrenz, die momentan das Nachsehen hat. Ich glaube, alles in allem war heute sehr gut. Ich wäre natürlich noch ein bisschen schneller gewesen zum Schluss, aber ich war sehr zufrieden mit meiner Runde. Ich hatte, glaube ich, in der letzten Kurve noch ein bisschen Luft. Deswegen hatten wir ein bisschen das Glück auf unserer Seite, dass es dann mit dem Valtteri auch gereicht hat. Aber alles in allem, glaube ich, war es sehr gut. Das Qualifying in Shanghai, wie schon beim Saisonauftakt. Ein Zweikampf zwischen Ferrari und Mercedes, bei dem Topfavorit Lewis Hamilton ans Limit gehen muss. Der Brite im Mercedes trotzdem den Ton angeben, sichert sich recht souverän die Pole Position. Doch dahinter geht es ganz eng zu. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas auf seiner letzten Runde holt alles aus seinem Silberpfeil raus, will die erste Startreihe für Mercedes perfekt machen und es sieht gut aus. Der Finne festigt Platz 2 und setzt Sebastian Vettel damit gewaltig unter Druck. Kann er diesen Angriff nochmal kontern? Der Heppenheimer darf auf seiner letzten Runde keinen Fehler machen. Die Zeit schon abgelaufen und er schafft es. Ein Tausendstel oder umgerechnet 50 cm vor Valtteri Bottas, Platz 2. Das Auto hat sich gut angefühlt und ich glaube, wir haben auch für morgen gute Karten. Wie gut wird sich zeigen? Es kommt natürlich darauf an, was die zwei Jungs machen, aber ja, ich glaube, morgen ist alles drin und ja, wir freuen uns auf jeden Fall aufs Rennen. In dieser Saison scheint alles auf ein Duell Mercedes gegen Ferrari hinauszulaufen. Und vielleicht schafft Sebastian Vettel ja auch morgen wieder die Überraschung und landet am Ende wieder vor den Silberpfeilen. Die chinesischen Fans von Vettel dürften wohl nichts dagegen haben. Na, vielleicht regnet es ja morgen.